Grüß Gott, hallo. Ich komme aus Pfuhl, ich bin eigentlich nicht beim Landreich 2.0 dabei. Ich habe mich ausgiebig mit dem Thema Flipped Classroom befasst. Ich habe mittlerweile eine eigene Homepage. Ich habe dadurch entstanden, ist ein YouTube-Kanal mit allen möglichen Videos, die ich zum Mathematikunterricht gemacht habe. Und ich habe mich mittlerweile auch bei Twitter vernetzt, um mich mit anderen Lehrern auszutauschen. Warum stelle ich mir in letzter Zeit häufiger diese Frage? Also ich stelle mir häufiger die Frage, warum ich das mache. Ich habe vor ungefähr 5 Jahren angefangen, meinen Unterricht zu digitalisieren. Oder ich habe halt einfach versucht reinzubringen, was ich für sinnvoll erachte und was vielleicht gut funktionieren könnte. Es hat angefangen mit PowerPoint. Im Laufe der Jahre bin ich immer mehr drauf gekommen, was man sonst noch alles probieren und machen könnte. Und am Schluss bin ich bei etwas gelandet, einem Unterrichtsprinzip, wo ich dann im Internet angefangen habe zu recherchieren. Ah, das gibt's schon, nennt man Flipped Classroom. Und dementsprechend war ich dann aber auf der Suche nach Kollegen und Leuten, die das ähnlich machen, mit denen ich mich austauschen kann, weil ich quasi 5 Jahre lang also selber rumgestochert habe. Da war mir Twitter eine Riesenhilfe, denn man möchte es nicht meinen, eigentlich denkt man, da folgt man irgendwelchen Promis, aber es gibt tatsächlich eine Riesenlehrerschaft in Deutschland, die sich mit dem Thema digitale Bildung auseinandergesetzt hat. Und da möchte ich Ihnen wärmstens den edchat.de ans Herz legen. Jeden Dienstag treffen sich wissbegierige Lehrer zwischen 8 und 9 und diskutieren unter Anleitung zu bestimmten Fragen ein gewisses Thema. Heute Abend geht es zum Beispiel auch über Barcamps an Schulen. Ja, das war das Thema, warum ich eigentlich dazu komme, bin mittlerweile eine eigene Homepage zu haben. Und deswegen bin ich aber auch hier gelandet, weil ich mit der Frau Stolpern mich in Verbindung gesetzt habe. Gibt es denn jemanden, der auch Flipped Classroom macht? Und so bin ich jetzt hier gelandet und darf Ihnen mein Prinzip vorstellen. Ich finde das eine tolle Sache, weil wenn ich das an meiner eigenen Schule mache, gibt es wenig Leute, die da gerne ein offenes Ohr haben. Wichtig ist es mir gewesen von Anfang an, dass ich was mit digitalen Medien mache, das ich sofort im Unterricht umsetzen kann. Also etwas, was ich nicht erst 3 Monate ausprobieren muss, sondern dass es tatsächlich direkt im Unterricht stattfindet und dass es ganzheitlich stattfindet. Also dass es von Anfang des Schuljahres bis Ende des Schuljahres durchzuführen ist und nicht als Projekt, wo ich dann erst die Schüler dran hintrimme und sie dann wieder zurückholen muss. Genauso verstehe ich mich, es gibt ja immer die Tendenz, man sagt Mediendidaktik. Ja, ich verstehe mich nicht als jemand, der Mediendidaktik macht, sondern ich mache immer noch Mathedidaktik, aber ich setze eben Medien ein. Und ich finde, manchmal sollte das ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, dass man versucht, die Medien in den Mathematikunterricht einzupflegen und nicht zwanghaft irgendwelche Medien zu vermitteln. Am besten stelle ich Ihnen einfach meinen Unterricht vor. Jetzt. Flipped Classroom heißt im Endeffekt, ich tausche verschiedene Elemente aus dem Unterricht mit den Elementen vom Nachmittag aus. Also zum Beispiel nehme ich nachmittags die Hausaufgaben und nehme sie in den Unterricht und nehme weniger effiziente Phasen, die ich im Unterricht habe, nach Hause. Also zum Beispiel das Abschreiben von einem Tafelbild. Ich gehe am besten mal die Reihenfolge durch, wie so ein Unterricht bei mir ausschaut. Beginnen tue ich mit einem Input am Anfang der Stunde, der dauert 5 bis 10 Minuten, den halte ich möglichst gering. Normalerweise geht die Stunde weiter, aber zum Verständnis gehe ich jetzt erstmal auf den Nachmittag. Denn dieser Input, den ich mit einer PowerPoint-Präsentation im Unterricht erklärt habe, wird dann mit einem Screencast-Video als auf Mevis zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Schüler klicken sich nachmittags denselben Vortrag nochmal an, hören sich das Ganze nochmal an und können so das Ganze in ihrem eigenen Tempo noch einmal neu mit dem befassen. Und da finde ich an der Stelle YouTube auch was ganz Wichtiges. Da bin ich nur zufällig drauf gekommen. Ich musste ja irgendwo die Videos platzieren. Bei Mevis geht das nicht, sonst muss ich jeder 150 Megabyte runterladen. Also habe ich das einfach bei YouTube hochgeladen. Die Essenz davon ist, dass die Schüler das Ganze dann auch im Smartphone anschauen können. Das heißt, die haben zu jeder Zeit meinen Unterricht dabei und können in ihrem Tempo, wo sie wollen, den Unterricht nochmal anschauen. Mit Vor- und Zurückspielen. Darf ich gleich mal sagen? YouTube, 5-6 Klässler mit Inhalten, die halt auf YouTube sind, hat man bestimmt Eltern, die sagen, mein Kind soll nicht auf YouTube. Richtig. Also das, wir haben eine Lösung, aber die kommt noch als große Überraschung. Genau. Das, ich mache es auch erst, ich habe es in meiner Projektklasse ab der 8. gemacht, ich habe es jetzt in der 9. gemacht, ich habe es in der 10. gemacht. Für die 5. würde ich es nicht machen, das liegt aber daran, dass man dann in der 7. in neue Klassen kommt und hat dann einen Mathelehrer, der nicht Flipped Classroom macht. Das wäre wieder ein zu großer Schritt zurück. YouTube ist es ja eigentlich nicht direkt. Eigentlich liegt alles auf Mevis. Das kann ich Ihnen mal hier kurz zeigen. Das ist quasi, sind meine Kacheln bei Mevis mit den Themen für das ganze Schuljahr.
Das hat Ihnen, glaube ich, auch die Frau Stoltmann, wird es Ihnen zur Verfügung stellen, diesen Kurs. Da habe ich auch alle Materialien von der Fortbildung heute nochmal zusammengefasst. Und der Schüler klickt sich jetzt dann zum Beispiel zu Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck und erhält nachfolgend das komplette Thema aufgearbeitet. Mit PDFs in Lösungen und eben mit Links zu YouTube. Das heißt, denen ist es eigentlich völlig egal, wo das Video liegt. Das kann bei Vimeo, bei sonst was liegen. Es wird halt ein YouTube-Fenster sich öffnen, aber das Video ist das Einzige, was sie anschauen müssen. Das heißt, es ist freiwillig von den Schülern. Ich kann sie natürlich nicht verpflichten, bei YouTube sich anzumelden und mir zu folgen. Aber ich habe auch nie gesagt, dass sie mich abonnieren sollen. Sie machen es automatisch. So schaut das Ganze dann aus. Diese eingerückten Sachen sind dann die, die abgeschrieben werden müssen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass zwar das MEWIS als Zentrale für zu Hause und für den Unterricht da ist, aber dass gleichzeitig noch weiterhin ein Heft vorhanden ist. Denn das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, wenn man jetzt sagt, alles ist digital, warum brauche ich überhaupt noch ein Heft? Es ist ja auch eine Methode zu lernen, indem man das Ganze nochmal abschreibt. Also jetzt habe ich ein Video mit Visualisierung, mit, wo ich den auditiven Charakter nochmal von den Lerntypen her weiter fortbringen kann. Warum soll ich aufs Abschreiben verzichten? Und gleichzeitig ist es für mich auch eine Bestätigung, dass derjenige dann das auch tatsächlich gemacht hat. Ja, ich kann ja irgendwie nicht nachprüfen, ob der ein YouTube-Video geguckt hat. Das heißt, das zentrale Bindeglied zwischen Unterricht und Hausaufgabe funktioniert MEWIS und somit wird in meinem Unterricht MEWIS zu einem digitalen Klassenzimmer, wo quasi alles aufbereitet ist und der Stoff von einem Schuljahr komplett aufbereitet ist. Auch der vom Schuljahr davor dann. Neben dem Abschreiben brauche ich aber dann noch was anderes. Müssen Sie ja noch lernen, Sie müssen sich auf den Unterricht vorbereiten und Sie müssen ein Quiz machen. Am Anfang habe ich es versucht mit Tests bei MEWIS, da haben Sie jetzt sehr lange darüber diskutiert. Ich bin da irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass das einfach uferlos ist. Also ich komme damit einfach nicht zur Rand. Ich habe, bis ich so einen Test erstellt gehabt habe, habe ich jedem von meinen 30 Schülern einzelnen Feedback gegeben. Und irgendwann bin ich dann auf Learning Apps aufmerksam worden, wo man in Minuten schnelle Quizze erstellen kann. Und die Schüler müssen sich einloggen, das Quiz bearbeiten, müssen es vollständig lösen und erst dann haben sie die Hausaufgabe gemacht. Und das ist jetzt etwas, was ja auch mit Hetty eigentlich auch beschrieben wird. Diese Hausaufgabe kann jeder machen. Es geht um ein Video angucken, es geht um ein Video abschreiben und es geht um ein Quiz lösen. Ja, und das Quiz darf man so oft machen, wie man will. Es gibt keine Benotung, es ist nur für mich das Feedback, alles klar, Sie haben es gemacht. Das nenne ich Half-Flipped Classroom, so habe ich in der 8. Klasse angefangen. Denn für den kompletten Flipped Classroom, das habe ich jetzt in der 9. angefangen, setze ich den Input komplett auf den Nachmittag vor meiner Unterrichtsstunde. Das heißt, ich erkläre nicht mehr im Unterricht selber, wie das Ganze funktioniert, sondern Sie schauen sich das Video als Unterrichtsvorbereitung an. Das habe ich allerdings erst dann gemacht, als die Schüler schon eine gewisse Selbstständigkeit an den Tag gelegt haben. Das heißt, die Schüler kommen vorbereitet mit ihrem Hefteintrag und mit ihrem gelösten Quiz in die Unterrichtsstunde, in der das Thema der Inhalt ist. Und dann gibt es natürlich erstmal eine Fragerunde. Ich kann ja schlecht irgendwie die Schüler nur mit dem Video sagen, okay, und jetzt müsst ihr das wissen, sondern jetzt gibt es dann die Möglichkeit, wo die Schüler Rückfragen stellen können. Allerdings werde ich auf keinen Fall den Inhalt wieder komplett wiederholen, weil sonst würde ich mich ja unglaubwürdig machen. Schüler würden sich nicht vorbereiten. Und tatsächlich funktioniert es auch. Also die Schüler kommen fertig vorbereitet in den Unterricht. Ich habe es jetzt etwas farbig hinterlegt, weil bisher kam das, was für den Lehrer eigentlich am aufwendigsten ist. Nämlich das Video vorbereiten und das Ganze zu planen. Und jetzt kommt aber das, was mir eigentlich am besten gefällt, nämlich die Übungen. Ich habe jetzt 40 bis 45 Minuten lang Zeit, Übungen zu machen, Hausaufgaben zu machen. Und ehrlich gesagt, habe ich am Anfang, war ich da gnadenlos überfordert damit, weil wie für die 40 Minuten? Vorher war das völlig klar. Die Schüler haben nach 10 Minuten Vortrag erstmal 20 Minuten Rückfragen gestellt. Am Schluss hatte ich noch schnell 10 Minuten, wo ich irgendwas geübt habe und der Rest war Hausaufgabe. Jetzt habe ich 45 Minuten lang Zeit für Üben. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, welche Methoden es noch gibt, Unterricht zu machen und bin da auf tolle Sachen gestoßen, was Ihnen bestimmt alle was sagt, zum Beispiel Lernen durch Lehren. Ich habe dann einfach angefangen, Schülern Aufgaben zu geben, sie sollen das vorbereiten und dann einer bestimmten Gruppe vortragen. Jean-Paul Martin, glaube ich, kommt sogar hier aus Ingolstadt, ist ein großer Verfechter davon, da habe ich einiges einlesen können, was da wirklich super funktioniert hat dann auch im Unterricht. Aktives Plenum fällt unter Lernen durch Lehren. Das heißt, die Schüler kriegen eine Aufgabe, kriegen 45 Minuten lang Zeit und wie sie wollen, sie können einen kompletten Klassenverband oder in Einzelteilen, aber sie müssen selbstständig zum Ergebnis kommen und ich werde mich nicht einmischen, 45 Minuten. Man glaubt gerne, wie toll die da arbeiten können. Also wenn ich normalerweise eine halbe Stunde veranschlage für eine Übung, wo ich das Ganze moderiere, brauchen die in so einem aktiven Plenum 15 Minuten.
Da melden sich plötzlich Schüler, die haben sich bei mir 2 Jahre lang nicht gemeldet. Betamax verwende ich natürlich dann auch im Unterricht als Ergänzung. Ich habe es am Anfang versucht, Betamax ausschließlich zu Übungszwecken zu verwenden. Das heißt, alle Übungen, die bei Betamax drin waren, damit habe ich geübt, habe das Buch quasi weggelassen. Das ist gnadenlos schiefgegangen, weil dann in den Tests auf dem Papier sie nichts mehr hinbekommen haben. Und deswegen habe ich Betamax nur noch als Transfer. Das heißt, wenn die Schüler das gelernt haben, auf Papier zu bewältigen, dann müssen sie es auch am Computer machen. Das kann ich halt so lange oder muss es so lange machen, solange meine Tests halt noch schriftlich stattfinden. Da bin ich gespannt, wie sich das bei Ihnen weiterentwickelt. Aber für mich hat es nicht funktioniert, die Tests digital zu machen. Peer-Tutoring, ganz tolle Sache. Ich habe 5 Schüler, die komplett freigestellt sind von allen Übungen, die ich mache. Die dürfen rumlaufen, dürfen Schülern helfen, dürfen auf Fragen antworten, müssen diesen Pool an Aufgaben, den ich am Anfang ihnen aufgebe, müssen sie nicht machen, dürfen sie selbstständig entscheiden. Und auch hier ist der Punkt, Schüler, die 1,5 Jahre bei mir kein einziges Feedback abgeholt haben, haben nach dieser Unterrichtsmethode mit dem Peer-Tutoring plötzlich ständig Fragen gestellt. Und das ist, glaube ich, auch eins der tollen Sachen an dem Ganzen, dass das eben zu Hause, wenn sie diese Aufgaben zu Hause hätten machen müssen, da hatten sie niemanden. Und jetzt haben sie 45 Minuten lang Zeit, entweder mich zu fragen oder, wenn sich das nicht trauen, den Kumpel nebenan. Freies Arbeiten mache ich dann natürlich auch, so wie Sie das vorhin gesagt haben, in 3 verschiedenen Gruppen eingeteilte Schwierigkeitsgrade. Die Schüler weisen sich selber zu, machen in ihrem Tempo die Aufgaben, bekommen am Schluss zusätzliches Material, wenn sie früher fertig sind, oder können aus anderen Aufgabengruppen Aufgaben lösen. Am Schluss steht Feedback, aber das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt. Jetzt habe ich ja 45 Minuten lang eigentlich nur viel zu tun, weil die Unterrichtsstunde ist vorbereitet, die Schüler sind vorbereitet und die arbeiten jetzt. Die Lösungen haben sie parallel auf Mebis zur Verfügung, können sich also selber überprüfen. Jetzt habe ich 45 Minuten lang Zeit, Feedback zu geben. Das heißt, rumzulaufen, mit Schülern ins Gespräch zu kommen, und erstaunlicherweise habe ich auch selber davon viel gelernt. Also die Schüler fangen dann an, irgendwie mir auch Sachen zu erzählen, wie dann eigentlich Matheunterricht auszusehen hat. Das hätte ich vorher an der Tafel selten hingekriegt. Was ich gerade am Ausprobieren bin, wenn Mebis nachmittags die Zentrale ist, wo die Schüler das Ganze vorbereiten, dann sollte es ja eigentlich auch im Unterricht die Zentrale sein. Aber so wie das hier an der Schule anscheinend auch ab und zu passiert, funktioniert das bei mir halt eben auch nicht. Wir haben einen WLAN-Router gekauft, der war innerhalb von einem Tag kaputt. Die Schüler hatten es mal 1 Stunde lang geschafft, ihr Smartphone mitzunehmen, konnten sich über WLAN ins Netz einwählen und konnten dann auf diesen Mebis-Kurs zugreifen. Ab und zu muss ich in der Stunde noch Input geben. Meine Vorbereitungen sind nicht immer so gut, dass ich alles abdecke. Ab und zu merke ich einfach, die fahren gerade voll gegen die Wand und gebe dann aber nochmal einen Input oder fange sie nochmal auf. Ich habe jetzt eine ganze Tafel frei, da steht ja nichts mehr. Also kann ich die wieder voll ritzeln. Um das alles zu bewerkstelligen, eine Unterrichtsstunde brauche ich ungefähr mittlerweile eine ganz normale Stunde Vorbereitung, habe ich als zentrales Element die PowerPoint-Präsentation. So habe ich auch vor 5 Jahren angefangen. Ich packe da einfach alles rein. Warum? Ist recht leicht, glaube ich, also für mich zumindest nachzuvollziehen. Tafelbildersatz ist es. Ich kann mitten im Raum stehen und kann präsentieren. Also ich muss es nicht vorne machen und ich habe es halt einfach ständig. Also einmal ein Tafelbild entworfen, brauche ich es nicht 100-fach in meinem Leben an die Tafel kritzeln. Ich kann daraus PDFs erstellen, durch einen einfachen Speichervorgang bestimmte Folien in den Mebis-Kurs speichern, sodass ich jetzt nicht immer die komplette Präsentation in Mebis reinstellen muss. Ich kann dadurch eben Lösungen zur Verfügung stellen, denn leider ist es noch verboten, von den Schulbuchverlagen die Lösungen einzuscannen und zur Verfügung zu stellen, also schreibe ich sie alle nochmal selber. Ich kann Dynageo einpflegen in PowerPoint und kann damit wunderbar visualisieren und veranschaulichen. GeoGebra natürlich genauso. Ich kann den grafikfähigen Taschenrechner mit einfügen, das heißt gleichzeitig immer noch neben dem Tafelbild erklären, wo muss ich beim Taschenrechner hindrücken, damit genau diese Umformung stattfinden kann. LiceCap habe ich bei Lernreich 2.0 erfahren von einem recht pfiffigen Kollegen. Auch eine tolle Sache. Das ist einfach nur sowas wie ein Screencast-Video, nur dass man das als GIF erstellt. Das heißt, einmal kurz abgefilmt, ständig wird es ständig jetzt hier wiederholt. Also ich habe jetzt hier bei Dynageo quasi mir den Pythagoras gemacht und Sie sehen vielleicht an dieser, hier, das ist meine Maus. Also ich bewege das quasi in Dynageo und habe da ein Fenster drüber und dann nimmt das auf. Und so kann ich bewegte Tafelbilder quasi in meine PowerPoint-Präsentation einfügen. Screencasts sind dadurch sehr, sehr leicht zu erstellen. Wenn ich eine PowerPoint-Präsentation habe, brauche ich eigentlich nur noch auf Aufnahme gehen, ein geschicktes Mikrofon dran haben und habe dadurch nach 5 Minuten oder 10 Minuten ein Video erstellt.
Ich sage immer, jeder Video ist das Schwierige an der Geschichte. Meine Schwierigkeit ist eher, die PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Dafür brauche ich eine Dreiviertelstunde. Der Rest, die Viertelstunde, das ist dann das Video. Also das ist eigentlich quasi nur noch dann so ein, ich will nicht sagen Abfallprodukt, weil es ja doch was Hochwertiges ist, aber es ist das, was noch hinten raus schnell zu erledigen ist, wenn man eh schon die Präsentation hat. Ganz großer Vorteil, man hat seinen Unterricht auf Stick. Also ich kann bei Vertretungsstunden fragen, wo seid ihr gerade, stecke meinen Stick ein und habe quasi alle Präsentationen aus den Vorjahren wieder dabei. Das Einzige, wo ich bis jetzt ins Studern komme, ich habe vor 5 Jahren angefangen, habe Bilder in die PowerPoint-Präsentation reingemacht. Und jetzt mache ich Screencasts davon. Jetzt darf ich sie ja echt dann wieder nicht bei YouTube hochladen. Also muss ich nachträglich jetzt meine ganzen Präsentationen wieder ändern, die Bilder wieder rausnehmen. Da muss man halt dann gleich von Anfang an drauf achten. Ja? Bilder von Ihnen? Nein, von Google. Also einfach recherchierte Bilder. Also das ist ja Urheberrecht als Datenschutz. Weil Sie dürfen sich ja ins Netz stellen. Dann ist das einfach nur der falsche Begriff. Ja, ja, nee, okay. Das ist geklärt. Also das Urheberrecht habe ich hier halt dann wahrscheinlich großflächig verletzt, wenn ich halt irgendwas veranschaulichen will oder bei Einführungen möglichst Themen aus dem Alltag verwende. Also, PowerPoint ist meine Zentrale. Wenn ich die einmal fertig gemacht habe, dann ist der Rest schnell erstellt. Ein PDF, ein Screencast und dann wird es einfach in Mebis eingepflegt. Ja, Flipped Classroom, glaube ich, dass eine Möglichkeit darstellt, mit neuen Medien zu unterrichten, weil das wirklich gut die, ja. Ich habe noch eine Frage, Flipped Classroom ist ja eigentlich auch, wenn man jetzt mal die Schulbuchverlage nimmt, ich nehme die Einführungskapitel vom Buch her, ja. Weil die sollten ja im Prinzip genau das Gleiche erfüllen. Haben Sie da, machen Sie, dass Sie dann auch zusätzlich mal lesen lassen, und lassen Sie das auch außen vor wie 95% von uns? Also ich habe diese Einführungen, gerade wenn es um Pythagoras oder sowas ging, habe ich es alles mal versucht gehabt. Es hat halt irgendwie nie funktioniert. Ich habe nie das Gefühl, dass am Schluss alle auf dem Stand sind, den ich haben wollte, um dann erst noch üben zu können. Ich mache es jetzt mit den grünen Kästen so. Also das müssen Sie quasi vorbereiten, da wo die Anleitungen stehen, wie man eine Aufgabe rechnet, und mit dem kommen Sie dann in den Unterricht. Aber der reine Input in Mathematik, wo eine Formel hergeleitet wird oder sonst irgendwas, da habe ich einfach ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also das mache ich eben dann mit Videos. Die Mathematik an sich. Ja, ich wollte Ihnen noch kurz veranschaulichen meine Ideen dazu, wie das Ganze in der gesamten Welt ausschaut. Wenn man sich anschaut, wie bei Karstadt eingekauft worden ist und sich heute anschaut, wie man einkauft, dann ist das alles bei Amazon gelandet. Immer weniger Einkäufe finden tatsächlich noch in der Fußgängerzone statt oder es verlagert sich halt recht viel auf Amazon. Das gleiche gilt für das Wissen. Ja? Die Bibliotheken sind zwar voll mit Büchern, aber dank Wikipedia und Google ist eigentlich Wissen relativ schnell abrufbar, ohne dass man den Gang zur Bibliothek machen muss. Und in meinen Augen wird das jetzt irgendwann anfangen, auch in der Bildung zu passieren, dass man Elemente aus der Bildung ins Netz stellt. Und ich denke, dass da Mebis eine Riesensache sein kann. Mebis in Verbindung mit YouTube, Mebis in Verbindung mit solchen Testaufgaben, wie Sie jetzt das gemacht haben. Damit ist Mebis eigentlich meiner Meinung nach der Vorreiter für ein digitales Schulbuch. Weil wenn man das alles mal zusammenfasst, ist eigentlich das, was wir unserem digitalen Schulbuch vorstellen, eigentlich schon dann da. Jede Testaufgaben, meine Videos und dann brauchen wir eigentlich die Verlage nicht mehr. Die Verlage scheitern ja eigentlich gnadenlos dran. Zum Schluss noch eine kleine Zusammenstellung. Ich bin jetzt seit Januar auf der Suche nach Kollegen, die das ähnlich machen. Hier die ICM in Marburg war da mein Start. Das ist Inverted Classroom Management, ein anderes Wort für Flipped Classroom. Da treffen sich eigentlich diejenigen in Deutschland, die das schon mal ausprobiert haben oder schon mal machen. Und tatsächlich gibt es nur eine Handvoll. Ganz groß dabei sind der Herr Lobischak und der Herr Spannagel. Die machen an der Uni Flipped Classroom. Das heißt, die filmen ihre komplette Vorlesung vorab. Die Studenten schauen sich die Vorlesungen an und kommen in die Präsenzphase, um dann zu üben, Feedback zu bekommen bzw. darüber zu diskutieren. Die beklagen sich, dass in die Präsenzphase keiner mehr kommt, weil die haben ja die Vorlesung schon daheim, beziehungsweise die Schüler oder die Studenten schauen dann ungefähr 2 Wochen vor den Klausuren, schauen sie einfach alle Filme nochmal ein Stück an, sind nie in der Vorlesung gewesen. Die beneiden eigentlich uns Lehrer, dass die Schüler verpflichtet sind, da zu sein. Ja? Also die jammern mittlerweile darum, dass das eigentlich jetzt sich gegenseitig aufhört. Allein der Herr Lobischak zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, was er genau für ein Professor ist, der hat in den Semesterferien, wo er quasi keine Vorlesung hält, nichts online stellt, 10.000 Klicks am Tag bei YouTube. Das ist unvorstellbar, wenn man sich die Videos anschaut, weil einen richtigen Unterhaltungswert haben sie tatsächlich nicht. Herr Spannagel versucht es mittlerweile auch auf die Schulen zu überleiten. Also in Berlin hat er eine Testschule, wo er versucht, Flipped Classroom zu integrieren.
Ein paar Leute habe ich kennengelernt, die das in Mathe machen. Carsten Theil und Felix Fehnrich möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Die haben neulich auch den irgendeinen Preis gewonnen beim Chinesen Verlag. Es gibt Backup Learning, ein Nachhilfelehrer, der vor einer Tafel steht und das Ganze einfach nochmal zeigt. Also der macht gar keine Präsentation, sondern steht nur an der Tafel und erklärt die Zusammenhänge einfach nochmal im Video. Frank Schumann macht Mathe-Videos, der verkauft die aber, glaube ich, mittlerweile auch. Dor Fuchs ist ein Schüler, der Mathe-Videos singt, auch sehr spannend. Also jeder, der es mal einmal gehört hat, der fand es so schlecht, aber den Ohrwurm kriegt er normalerweise nicht mehr raus. Und das Simple Mars, das sind zwei Abiturienten, ich glaube, aus der Nähe von Rosenheim. Es ist unglaublich, was die an Screencast-Videos machen. Das hat ein Niveau, da komme ich lange nicht hin. Und das sind Abiturienten. Und diese Videos könnte man an der gymnasialen Oberstufe super verwenden. Also die zwei an der gymnasialen Oberstufe und ich glaube, die drei machen zu allen Themen immer irgendwas. Die machen, genau, gymnasiale Oberstufe, Kollegstufe, genau. Die sind, glaube ich, ab der 11. haben sie jetzt einen Kurs. Genau. Und in Chemie weiß ich noch, die Frau Lachner, die macht das auch schon relativ lang für die Classroom. Und der Herr Dukorn, mit dem wollte ich mich in Verbindung setzen, aber ich habe ihn nie erwischt. Also, ich weiß nur, dass der Chemievideos macht und das auch in Hülle und Fülle. Ja, wir hatten auch schon mal da, also Biochemielehrer hatten wir, den Nazi getroffen hatten. Genau, das wäre es jetzt in Kürze gewesen. Jetzt ging es gar nicht darum, wie ein Video erstellt wird. Da würde ich heute Nachmittag noch ein paar Sätze dazu sagen. Aber es ist tatsächlich relativ einfach, wenn man mal eine Idee hat, wie man das Ganze umsetzen will. Man muss ja nicht mal mit PowerPoint arbeiten, man kann ja auch zum Beispiel auf dem Tablet schreiben und das währenddessen dann aufnehmen. Also das geht auch wesentlich simpler. Oder wenn ich in IT irgendwelche Zusammenhänge zeigen will, kann ich ja auch das einfach in einem Word-Programm machen. Okay, vielen Dank.